Hallo und herzlich willkommen, meine Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar gibt's heute mal wieder deutschen, naja, Stahl ist schon fast übertrieben, weil vielleicht eher Stählchen, weil der E25 für alles bekannt ist, nur nicht dafür, dass er unglaublich viel einstecken kann. Aber er ist bekannt für unglaubliche Agilität, einen tollen Tarnwert, wahnsinnige Schussfrequenz und einfach unglaublich viel Spaß. Gespielt wird der E25 hier gerade von Fletchy und er hat auch mit seinem Tier 7 hier den Vorteil des Top-Tiers. 6er, 5er Gefecht sogar. Dieser Panzer hat definitiv ein verbessertes Matchmaking. Ein Grund, warum es ihn auch nicht mehr zu kaufen gibt derzeit. Ich denke mal, dass es so vielleicht zu einem Adventskalender oder sonstiges den vielleicht ab und an mal wieder geben könnte. Aber eben kein, ja, großes Paket mehr, so wie in der Vergangenheit natürlich. Er spielt hier mit Tarnnetz und mit Fernglas. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen wird. Ich habe übrigens ganz bewusst... Na, da den T29 mit Auto-Aim. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Jetzt geht er mal ins Aiming. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben sie nicht mal jetzt auf den T50. Jetzt hält er da einfach mal drauf. Naja, weil ich so nehmen, was das Magazin hergibt, kann man sagen. Und da ist jetzt doch einiges vor ihm. Und da geht er jetzt auch mal in den Zoom. Schön seitlich auf den Helm. Auch sehr sinnvoll, weil so kommt er sonst einfach nicht mehr drauf. Na, kommt er rüber. So. Also er spielt ja ganz klar mit dem Auto-Aim-Mod. Diese Modifikation hilft einfach dabei, dass man nicht mehr mit der rechten Maustaste das Ziel bestätigen muss, sondern einfach ein bisschen drüber gehen kann. Und man sieht schon, die meisten Treffer macht er auch, wenn er wirklich aimt. Also von dem her, diese Mod kann gut sein und unterstützend helfen, aber zeigt mal gerade bravourös, dass man damit nicht automatisch mehr trifft oder mehr besser spielt. Gute Demonstration. Und jetzt sieht man, er aimt hier schön, geht hier nicht auf und kann hier den Schaden anbringen, den er halt herbringt. Jetzt ist er offen. Und jetzt nimmt er noch schnell den OI raus, bevor er da sozusagen sich verdünnisiert. Na und wie gesagt, die WN8 habe ich hier deaktiviert, ganz bewusst und nicht mehr aktiv gehalten, weil es einfach immer in den Replays mittlerweile so ist, dass die Leute nur noch auf gute WN-Wertungen achten und wenn eine schlechte WN ist, dann ist ja das Gameplay auch direkt für den Arsch. Und das finde ich doof, deswegen... oh, jetzt zündet er direkt an. Brennt er weg? Nee, aber er macht ja einfach so. Und dementsprechend dachte mir, nee, bevor es immer nur die WN im Fokus ist und nicht mal mehr das Gameplay, schalte ich einfach die WN nicht mehr an. Man sieht nicht, wer eine Tomate, wer eine Gurke oder eine Litchi oder was auch immer ist, sondern das Gameplay ist im Fokus. Und gerade sowas wie jetzt hier, da fand ich gut, die anfangs diese ganz vielen Auto-Aim-Schüsse, die einfach da nicht wirklich produktiv waren, jetzt durch hier dafür das pure Gegenteil, unglaublich viele Hits macht, zeigt, dass den E25 ein kleines Maschinengewehr ist, sehr spät erst aufgeht, man damit unglaublich viel Spaß haben kann. Jetzt macht er den vierten Kill, 2007 Schaden, jetzt den Cromwell, jetzt ist er offen, aber ich glaube, jetzt nimmt er den, oh, jetzt kettet er den erstmal und nun hat er ihn auch rausgenommen, der fünfte Kill, gut auf dem Weg zur Richtung Krieger gerade. Jetzt stellt er sich um und das ist eben das auch Besondere an dem, dass er so wahnsinnig flink ist. Und schnell eben da den Ort des Geschehens verändern kann. Jetzt wieder Auto-Aim, aber jetzt... Na, schau, und er hat wieder nicht getroffen und jetzt aimt er und was passiert? Er trifft.
Nimm doch den raus. Feini. Da ist der Krieger dann in the house. Jetzt gibt's noch drei Panzer. Hui. Ja, drei Kettenschaden. Aber alles gut. Mit Gelb fahrt man ja genauso schnell weiter wie normal. Das weiß der eine oder andere lustigerweise immer noch nicht. Also gelbe Kette wirkt sich in keinster Weise aufs Movement aus. So. Und jetzt den PZ. Und hier macht er den weg. Den kann man natürlich gut im Auto entnehmen. Tier 5, mittlerer Panzer. Den kriegt man gut weg. Jetzt hat er da den IS. Den will er wohl hinterfahren, beziehungsweise sucht jetzt erstmal die AT. Vielleicht kriegt er ja noch einen Kill. Ich finde, wie gesagt, das ist ein ganz besonderer Panzer. Der Kanonenjagdpanzer geht so in seinen Spielstil. Ist sozusagen vom Gameplay her so ein bisschen der Nachfolger, aber bei weitem nicht so toll wie der E25. Na, wo ist die Arti? Da ist er ja vorbeigefahren, der Gute. Da hat die Hummel ihn ein bisschen getrollt, muss man sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ne, das wird so nix. Weil die stand oben in der Ecke, da wo er praktisch nicht vorbeigefahren ist. Und jetzt muss er wohl dann leider doch wieder die Reise dahin antreten. Aber wie gesagt, ist für ihn und der Mobilität nicht schlimm. Und auch, dass er jetzt mit Premium-Munition schießt, ihr achtet danach bitte mal auf die Endauswertung, auf die Credit-Ausbeute. Die ist immer noch sehr, 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 sehr gut. Auch mit ein paar Premium-Mumpeln. So, jetzt geht er erstmal auf den IS. Die Hummel hat den Jagdpanzer zerstört. So, den IS. Wenn er den jetzt macht, dann ist das sein 8er Kill. Ja! Okay, in den Arsch. Da geht's auch leicht und gerade noch mit Premium. So, und nun die Arti. Und dem wird es ja der 9. Kill. Not bad. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass außer die eigene Arti schnappt ihn noch weg. Das wäre natürlich durchaus möglich. Ah, nein. Auch da. Nix. So, da ist sie. Wow! Und jetzt aber, da klappt's doch mit dem Kill. Und somit haben wir die Runde beendet. E25, unterm Strich waren's gemacht. 3854 Schaden, ein Blind Hit war noch dabei. Ansonsten gute Credit-Ausbeute, 9 Kills, was will man mehr? Von dem her, E25, ein Top-Panzer, ist halt ein Deutscher, was soll man noch anderes sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.